Das Beispiel, das ich Ihnen mitgebracht habe, basiert auf einem Datensatz, von den es bei Kaggle gibt wieder, ein IMDb-Datensatz, das ist die Internet Movie Database. Die bieten eine Datenbank an die man Fragen stellen kann. Und bei Kaggle gibt es eine Challenge. Da haben die 50.000 Filmkritiken zusammengestellt, gemeinsam mit dem Teaching Input, der sagt positiv oder negativ. Und die Aufgabe besteht darin, schaffen wir es, ein RNN zu trainieren, sodass es so eine Filmkritik liest. Das ist einfach Text, unstrukturierter, normaler Fließtext von irgendwelchen unterschiedlichen Leuten geschrieben. Und das erkennt, ob diese Filmkritik positiv oder negativ ist. Also ganz einfach, ein Zwei-Klassen-Problem, positiv oder negativ. Aber die Information ist relativ kompliziert in normaler Sprache versteckt. Ja, und das probieren wir jetzt aus mit diesem Datensatz. Gut, dann fangen wir mal an. Ich habe Ihnen das hier wieder in einem kleinen Skriptfile vorbereitet, wieder in Atom. Und Sie sehen, ich habe das Paket Revise mit drin. Das liegt einfach daran, dass ich parallel dazu mein Helferlein-Paket weiterentwickle. Und jedes Mal, wenn ich im Helferlein-Paket was ändere, sollen die Änderungen gleich zur Verfügung stehen, und das stellt mir das Revise-Paket sicher. Ich kann also hier nebendran zum Beispiel im Helferlein-Paket irgendwas ändern an einer Funktion, und Revise stellt sicher, dass ich hier sofort immer die aktuelle Version bekomme. Dann brauche ich nur CUDA. Die MN-Data-Utils weiß ich gar nicht, ob wir die brauchen. Das Helferlein-Paket brauchen wir auf jeden Fall und KNET auch auf jeden Fall. Dann schauen wir mal wieder unseren Typ an. Wir brauchen PyCall und JSON, weil wir nämlich die Datenbank von Kaggle runterladen, und Kaggle hat eine Python-API. PyCall habe ich, glaube ich, noch gar nicht Ihnen erzählt, aber man kann innerhalb von Julia Python-Code ausführen und damit zum Beispiel solche Python-APIs ansprechen. Okay. Ja, dann definiere ich mir hier gleich mal drei Dinge vor, nämlich ich möchte mal vorgeben, wie lange meine Texte sein dürfen. Diese Film-Reviews sind natürlich unterschiedlich lang. Ich möchte sicherheitshalber, damit das mit den Mini-Batches auch wirklich klappt und so, möchte ich sicherheitshalber die möglichst gleich lang haben. Und sag mal, ich nehme eine Länge von 128. Dann mache ich ein Vokabular. In dem Fall werden jetzt nicht Buchstaben kodiert, sondern es werden ganze Worte kodiert. Und es ist hier in dem Paket eine Funktion gleich mit dabei, die kann mir Worte kodieren. Das heißt, jedes Wort, das in dem Text vorkommt, bekommt eine Nummer. Ja, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und ich kann sagen, wie viele unterschiedliche Worte ich zulasse. Ich sage hier mal, 30.000 Worte will ich insgesamt haben. Worte, die dann da nicht reinpassen, weil insgesamt gibt es mehr als 30.000 unterschiedliche Worte in diesem ganzen Datensatz, die werden alle als Unknown oder als Padding, als Unknown gekennzeichnet. Weil die kommen dann auch so selten vor, dass die wahrscheinlich nicht besonders aussagekräftig sind. Außerdem muss ich irgendwo eine Grenze haben. Ich könnte auch 50.000 machen, dann gäbe es weniger Unknowns, aber sagen wir mal 30.000. Ja, also ich sage, ich möchte eine maximale Länge meines Textes von 128 Worten. Ich möchte maximal 30.000 unterschiedliche Worte kodieren. Und diese 30.000 kann ich natürlich wieder embedden in einen möglichst breiten Vektor. Ich nehme mal 128, das müsste reichen. Okay, jetzt gibt es diese IMDb-Funktion, die ich da oben geladen habe, und die lädt mir jetzt die Datenbank runter und erzeugt mir daraus einen Trainingsdatensatz und einen Validierungsdatensatz. Ja, Sie sehen, IMDb wird runtergeladen, das dauert nicht ewig. Hoffe ich mal.
Und dann schauen wir uns mal an, was in dem Datensatz da so drin steht. Ja, da ist er, also guck mal, XTRN. Ja, mein Rechner geht ein bisschen in die Knie mit OBS im Hintergrund, weil ich ja aufzeichne. Na, ist so optimal. Jetzt sollte ich doch auf den Server gehen. Vielleicht sollte ich doch auf den Server gehen für das Ganze. So, XTRN. Schauen wir uns mal an, was das ist. Ja, ein Vektor aus 25.000 Elementen. Und die 25.000 Elemente sind wieder Arrays, also ein Array aus Arrays, so wie Sie es aus Java zum Beispiel kennen. Und Sie sehen hier, das sind dann in den inneren Arrays sind jeweils 128 Zeichen drin. Wenn der Text kürzer war, dann ist er gepadded mit diesen 30.000. Und intelligenterweise ist dieses Padding nicht hinten dran gemacht, sondern vorne dran, weil, denken Sie kurz nach, wir füttern das ja von vorne nach hinten in unser rekurrentes neuronales Netz rein. Das heißt, wenn ich hinten 30.000 dran padde, 10 oder 20 Mal, dann wird ja am Schluss mit den 30.000 trainiert und das ist natürlich Unsinn. Ich möchte, das ist ja unwichtig. Deshalb padde ich das Unwichtige vorne dran, damit es vielleicht dann in Vergessenheit geraten ist, wenn ich hinten fertig bin. Ja? Also deshalb, alle inneren Vektoren hier sind 128 lang, das hatte ich da oben mit MaxLength definiert. Ja, mit MaxLength definiert. Und die größte Zahl ist 30.000 und vorne ist gepaddet. Wenn ein Text länger war halt als 128, dann wird er halt abgeschnitten, ja? Sodass einfach alles gleich lang ist. Also das ist XTRN. Ja, ich kann auch XTRN mal das erste angucken, dann sehen Sie das ein bisschen besser. Ja. Ja, das ist vorne gepaddet und dann kommen die Nummern der Worte. Eins ist, die sind in dem Datensatz tatsächlich sortiert, also eins ist das häufigste Wort. Können wir vielleicht nachher nochmal gucken, was die eins tatsächlich ist. Jetzt können wir auch YTRN angucken. YTRN sind wieder 25.000 Elemente 1 oder 2, ja, was letzten Endes einfach steht für positiv, negativ. Das gleiche können wir machen mit XValid, einen Validierungsdatensatz angucken. Das sind wieder 25.000 Elemente. Ja, also das gleiche nochmal, der Datensatz ist gerade halb-halb in Trainings- und Validierungsdaten aufgeteilt. Okay, unser Datensatz soll natürlich jetzt aber nicht sein ein Array aus Arrays. Das ist irgendwie nicht schön. Wir wollen ja Tensorarithmetik machen. Also müssen wir das umbauen hier in richtige Matrizen, in richtige Tensoren. Das heißt, ich schreibe XTRN ist gleich das ein Array aus Arrays umbauen. Ich schreibe es erstmal hin, wie man das macht. Ich kann es ja gleich erklären. XTRN. Reicht. Ja? H-Cat ist ein horizontaler Cat. Ich habe in meinem X-Train-Datensatz 25.000 Vektoren. Das sind alles Spaltenvektoren. Wenn ich die horizontal aneinander hänge, dann baue ich aus diesen 25 Spaltenvektoren eine Matrix, die 25.000 Spalten hat. Diese Punkt-Punkt-Punkt-Notation kennen Sie schon. Der schneidet mir mein Iterator, mein iteratives Objekt, also mein Array hier auseinander in die Einzelteile und sorgt dafür, dass die einzeln hintereinander gehängt werden. Mal schauen, ob mein Rechner das schafft. Ja, das geht sogar relativ zügig. Und da kommt raus, ja, ein Array aus 128 Zeilen, ja, so lang sind die, und 25.000 Spalten. Wunderbar. Und das gleiche mache ich mit Y, TRN, gleich, oh Gott, Y, nein, nicht YTRN,
X-Valid ist gleich X-Valid. Ja, und wegmachen. Der ist auch 128.000 mal 25.000, so wie wir es brauchen. Wunderbar. Jetzt brauchen wir unser Vokabular. Ich habe hier oben über die Kaggle-API auch das Dictionary mir geholt, wenn ich das mal hier aufrufe. Was steht da drin in diesem Dictionary? Das ist tatsächlich ein Dictionary. Schlüssel sind Key, sind Strings und Inhalt sind Integer. Wenn man da reinschaut, dann sieht man, der Schlüssel ist jeweils das Wort und jedes Wort hat eben eine eindeutige Zahl. So nutzt mir das natürlich nicht besonders viel. Ich möchte lieber haben ein Array aus Strings, in dem diese Worte drinstehen und jedes an der richtigen Stelle. Ja, das ist eine intelligentere Sache. Also das Wort, das hier die Zahl 1 hat, soll als erstes stehen und das Wort, das die Zahl 2 hat, soll als zweites stehen. Das kann ich mir hier mit so einer kleinen Schleife machen. Ich gehe einfach durch das ganze Dictionary durch und fülle einen Vektor mit den entsprechenden Zahlen. Jetzt kann ich meinen Vokab mal angucken. Und ja, Sie sehen also, die 1 ist das, ne? Die 2 ist end und so weiter. Das sind eben die häufigen Worte. Und ganz an der anderen, am anderen Ende kommen die eher seltenen Worte. Artbox, Copyright, Wheelers. Die kommen bei uns schon gar nicht mehr vor, weil die Ziffern sind, die Zahlen sind größer als 30.000. Die sind bei uns schon abgeschnitten als Unknown gekennzeichnet. Okay. Dann nehme ich hier noch, mache ich ein bisschen was Schönes, nämlich ich setze mir das Ende von meinem Vokab auf Unknown, Start und Padding. Also 30.000 ist dann der Code für Padding. Wenn da die 30.000 steht, dann heißt das, das ist die größte Zahl und das ist einfach gepaddet. Ja, hat keinen Sinn. Das weiß ich, das weiß mein neuronales Netz natürlich nicht, aber das neuronale Netz soll es lernen. Und genauso was kann das neuronale Netz lernen. Also das neuronale Netz wird nachher lernen, dass dieses Padding keinen Sinn hat. Okay, dann brauche ich noch eine Helferlein-Funktion. Ich habe die mal C-Text genannt. Der übergebe ich meine Zeichenkette und der übergebe ich einen Y, also entweder einen 1 oder eine 2. Und der soll mir das in lesbarer Form ausgeben. Ich probiere es mal aus. C-Text, die tausendste, ja, ich übergebe die tausendste. Das geht nicht. So nicht. Die tausendste Spalte übergebe ich. So muss ich das übergeben. So, und dann sieht man hier, das ist ein positiver Review. Ja, das ist das Y und hier kommt der Review. Cheesy and unbelievable, but look at the big picture. Three girls whose mom was killed by a drunk driver, bla 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 bla. Insgesamt scheint das aber positiv zu sein. Ja, das ist der Trainingsinput. Kann man den nächsten nehmen, 1001. Also Sie sehen, da steht wirklich einfach Text drin. Ja? Das soll ein negativer Review sein. Very stupid Slasher Movie. Ja, das klingt schon irgendwie negativ. Okay. Also, das ist nur Helferlein, damit wir nachher auch sehen können, ob das, was wir hier machen, irgendwie sinnvoll ist oder nicht. So, jetzt geht's los. Ich baue mir mein Modell. Und ich baue das Modell natürlich hier wieder in Form eines Typs. Also mache ich eine Struct. Ich mache sie mutable, damit ich sie ändern kann. Und überlege mir als erstes, was muss da alles rein? Es muss rein, auf jeden Fall ein Embedding, weil ich kann nicht mit 30.000 da reingehen, ja, sondern ich glaube, ich habe 128 gesagt oben als Embedding-Größe. Dann brauche ich mein eigentliches rekurrentes neuronales Netz. Und ich brauche einen Output-Layer, der mir dann meine zwei Units liefert. Eventuell vielleicht noch eine Dense-Schicht dazwischen, aber wir machen es mal möglichst flach. Ja. Das reicht auch tatsächlich, weil das RNN alleine schon so viel lernen kann,
dass man da nicht mehr unbedingt nachher einen großen Klassifizierer braucht. Was ich nochmal vorsehe, ist dazwischen drin ein Dropout-Layer. Okay, dann mache ich mir meinen Konstruktor. Der Konstruktor, dem übergebe ich die Größe meines Vokabulars. Das brauche ich für die Embedding-Schicht. Meine Embedding-Matrix muss ja Größe des Vokabulars kennen, so viele Spalten haben, wie mein Vokabular Worte hat und so viele Zeilen, wie ich embedden will. Deshalb brauche ich auch die Zahl die Breite meines Embeddings. Und ich gebe mir noch an, wie viele Units ich in meinem RNN haben will. Und dann noch einen Dropout, den setze ich mal standardmäßig auf 0,4. Das wird schon hoffentlich nicht so ganz falsch sein, sonst kann ich es ja auch ändern. Okay, und jetzt mache ich mit meinen Helferlein-Typen embed meine Layer. Embed, dem gebe ich an, was soll embedded werden, also das ist vocab und in embed. Dann kommt was als nächstes, das eigentliche RNN. Da habe ich einen Typ neu hinzugefügt. Das ist ein NSEC-Classifier. Der kriegt die Zahl der Inputs, die braucht er natürlich. Das war gerade so viel, wie embedded sind. Dann muss ich ihm natürlich sagen, wie viele Units will ich denn haben. Und ich muss ihm noch sagen, von welchem Typ meine Units sein sollen. Das ist uType gleich LSTM. Ich gebe das Julia Standard, ist, dass man sowas als Symbol angibt. Ja, egal. In Python würde man es wahrscheinlich als String angeben, aber wenn es schon eine Sprache ist, die Symbole kennt, dann geben wir es als Symbol an. Okay, dann brauchen wir unser Dropout. Da gibt es einen Layer dafür, einen Helferlein-Layer. 0,4, beziehungsweise da schreiben wir hopp, out rein. Das sind dann die 0,4. Und jetzt brauche ich meinen Output-Layer. Da habe ich ja einen extra Layer dafür, nämlich die Predictions. Dem muss ich geben, wie viel geht rein in die Predictions. Das ist gerade mein N-Units. Ich bekomme aus dem Classifier so viele Outputs raus, wie ich Units habe, nämlich vom letzten Zeitschritt von jeder Unit einen Output. Und ich brauche zwei. Okay. Zumindest mal speichern du das. Okay, jetzt wird spannend, weil jetzt kommt meine Forward-Funktion, also die Funktion, die ausgeführt werden soll, wenn ich so ein Objekt vom Typ IMDB ausführe. Ja, was soll passieren? Ich gebe einen Review rein. Ja, der Review ist was? Der Review ist eine Spalte aus Integer-Zahlen, wobei jede Integerzahl für ein Wort steht. Oder der Review ist eine Mini-Batch, also eine Matrix, in der in jeder Spalte ein Review steht. Ja, klar? So wie eben unser XTRN aussieht. Ja? XTRN, wenn wir uns das jetzt anschauen. Genau, ja. 128 mal 25.000, das sind 25.000 Spalten und in jeder Spalte steht ein Review und das sind immer die Nummern, jeweils die laufenden Nummern von den Worten. Hier sieht man, dass gepaddet ist. Okay. Also, mit dem X fange ich an oder mit dem Review fange ich an. Als erstes muss ich embedden. Sage ich einfach X gleich R. Embed, da steht ja mein Embedding Layer drin. Beim Review. Der nächste Schritt ist mein rekurrentes Netz. R.rnn von X. Der nächste Schritt, haben wir gesagt, wir wollen einen Dropout machen. Das ist der Drop, heißt der, von X. Und der nächste Schritt sind unsere
Predictions, die habe ich oben out genannt, also x gleich Punkt out von x. Und dann gebe ich x zurück. Müsste passen. Ja? Also das ist meine Funktion, die ausgeführt wird. Ich führe die Layer aus, die ich mir vorher mit dem Konstruktor gebaut habe und die ich in meiner Struktur abgespeichert habe. Erst die Embedding, dann das eigentliche rekurrente neuronale Netz, dann machen wir einen Dropout und dann kommen meine Predictions. Da das Ganze ein Klassifizierer sein soll, brauche ich natürlich eine Loss-Funktion, beziehungsweise ich brauche als Loss-Funktion die Kreuzentropie. Das heißt, das definiere ich mir noch als zweite Signatur. Wenn ich zwei Inputs habe, Review und Writing, also das Y mit dazu, dann will ich die Kreuzentropie berechnet haben. Dazu rufe ich aber R.Review auf. Also ich rechne einmal Forward und mit dem Output meiner Forward-Funktion und dem Y und dem Rating berechne ich die Kreuzentropie. Okay. Jetzt ist vielleicht Zeit, ein bisschen mal zu spielen und mal zu gucken, ob das auch so funktioniert. Ich mache mal von Hand ein paar Layer, weil ich bin mir da auch nicht ganz so sicher, ob das wirklich tut. Also wir fangen an mit 30.000 und wollen zum Beispiel embedden auf 10. Ja? Okay, gucken wir mal erstmal, ob das funktioniert. Ja, wir kriegen einen Embedding-Layer, 10, 30.000. Aktivierung Identity, das sieht schon mal gut aus. Dann schaue ich mir mal an, XTRN haben wir da oben. Ich möchte mal nur das erste haben, also das First von meinem, der erste Datensatz First, der soll sein XTRN, alle Zeilen, die erste Spalte. Mal gucken, ja, das ist die erste Spalte, 128 Worte und die müsste ich jetzt ja embedden können. Also das erste Embedded FE, das soll sein mein Embedding vom First. Also die 128 gehen rein und ich bekomme ein Embedding zurück. Wie sieht das aus? Ich habe 128 Zeichen, das heißt, ich habe 128 Spalten, ja, und jede Spalte besteht aus 10 werden, das sind meine Embeddings. Ja? Also jeder Buchstabe ist jetzt in 10 Neuronen, in 10 Werten kodiert. Aber ich brauche dafür keine 30.000 mehr, sondern nur noch 10. 10 ist ein bisschen wenig nachher, aber zum Ausprobieren nehme ich mal so viel, dass man das auch hier noch sehen kann auf dem Bildschirm. Ja. Jetzt probieren wir das nächste. Jetzt probieren wir unseren Classifier. Also machen wir einen Classifier. R gleich R-Sig. Classifier und ich habe einen Input 10. Ja, jedes Mal kommen hier 10 rein und ich möchte, ich sage mal, 8 Units, damit wir auch wieder eine Größenordnung haben, wie funktioniert. Okay, also formal geht schon mal. Und jetzt schiebe ich mein FE. Okay, also das ist das erste Muster. Wenn ich das einmal forward durch den rekurrenten Layer schiebe, dann bekomme ich 8 Werte zurück, weil ich 8 Units habe. Das sind die Outputs aus dem letzten Zeitschritt von der ersten Unit, von der zweiten Unit und so weiter. Also das macht irgendwie Sinn. Ja, das macht irgendwie Sinn. Das heißt, das müsste dann nachher auch da oben funktionieren, was wir da hingeschrieben haben. Jetzt kann ich mein Modell bauen. Modell gleich. Das ist ein IMDB und dem gebe ich was mit. Dem gebe ich nur mit die Vocab Size. Das waren die 30.000. Ja, hier muss ich gucken. Ja, die Vocab Size, Embed und Zahl der Unit. Also wie weit will ich embedden? Da habe ich gesagt 128, da hatte ich aber auch eine Konstante dafür gewählt. Embedding hieß die, okay. Embedding, ja. Embedding.
Und die Zahl der Units, da hatte ich auch eine Konstante schon dafür gewählt. Nee, hatte ich nicht. Was nehmen wir da? Wie viele Units nehmen wir? Nee, ich wollte erstmal nochmal spielen. Okay, also wir embedden nochmal auf 10, genau. Und ich nehme 8 Units. Wir wollen nochmal spielen. Wir wollen nochmal spielen. Also alles so klein, dass man es tatsächlich sehen kann. Also wenn ich MDL anschaue, jetzt sieht man, das ist mein Modell, das besteht aus dem Embedding-Layer, aus dem Sequenzklassifizierer, besteht wiederum aus LSTM-Units, dann habe ich eine Dense-Layer am Schluss. Ja, wunderbar. Okay, jetzt kann ich, genau, weil ich habe ja mein F hier oben gehabt, mein erstes Muster, mein First. Jetzt müsste ich auch Modell mit F aufrufen können. Und dann kommen zwei Werte raus. Richtig? Ja. Weil ich habe ein Zweiklassenproblem. Positiv, negativ. Also, sieht gut aus. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Ich kann das Ganze auch nochmal mit einer Mini-Batch probieren, statt mit dem ersten. Also ich mache eine Mini-Batch, ist gleich xtrn. Und zum Beispiel die ersten vier. Ja, eine Mini-Batch, die besteht aus vier Spalten. Und jetzt probiere ich mein Modell mit meiner Mini-Batch. Mal gucken, ob das funktioniert. Und dann bekomme ich viermal das Ergebnis. Wunderbar. Positiv, negativ für alle vier. Also, das scheint zu funktionieren, was wir hier gemacht haben. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen jetzt noch unsere Mini-Batches tatsächlich für den echten Datensatz bauen, natürlich. Also, was ist der echte Datensatz? Das ist der Train. Und da kann ich mir jetzt die Mini-Batch-Funktion aus Scanet wieder nehmen. Ich mache die mal Größe 16. Das ist vielleicht ein bisschen klein, aber ja, wird schon gehen. Und für Train mache ich einen Shuffle mit rein, dass die bei jedem Aufruf wieder zufällig vermischt wird. Für die Validierung ist eigentlich kein Shuffle nötig. Okay. Jetzt müssen wir natürlich unser Modell richtig bauen, bevor wir weitermachen. Wir haben die Mini-Batches. Wir können mal reinschauen, wie so eine Mini-Batch aussieht. First Train. Lange Vektoren. Und ich mache mal dann nur den ersten davon. Das ist ja ein Zweituppel wieder. Ja, also der X-Teil von meiner ersten Mini-Batch, der besteht aus 16 Spalten, so wie wir es haben wollen. Und der Y-Teil meiner Mini-Batch, der müsste aus den 16 Integern bestehen. Genau, 2 und 1. Wunderbar, so wie das sein soll. Okay, jetzt bauen wir unser Modell. Unser Modell, wir nehmen wieder die ist wieder gleich die. Dann die Vocab-Size. So, jetzt wollen wir embedden. Ich habe da vorher mal gesagt, 128 kommt vielleicht ganz gut hin. Und wir nehmen auch mal 128 Units. Ja, zu wenig hat vielleicht auch keinen Sinn. Können wir mal anschauen, wie das Modell aussieht. Wir haben unsere vier Layer, das ist der Embedding Layer, das ist der Sequence Classifier Layer, dann haben wir einen Dropout Layer mit P0,4 standardmäßig und unseren Prediction Layer am Schluss, der zwei Outputs liefert. Also, funktioniert. Können wir auch noch mal testen. Immer schön auf Nummer sicher gehen. Wir rufen unser Modell auf mit
First Train. Und da den X-Teil davon. Nein, falsch. So rum natürlich. Das ist jetzt ein bisschen größer wie vorher, deshalb dauert es auch ein bisschen länger. Aber wir bekommen unsere 16 Ergebnisse raus. Heißt so viel wie, jetzt geht es ans Training. Ja? Das Ganze ist immer noch KNET-konform, also ich kann das so trainieren, wie Sie das bei KNET gewohnt sind, also zum Beispiel einfach Progress. Adam. Und jetzt unser Modell. Und eine Epoche zum Trainingsdatensatz müsste funktionieren. Also mit dem normalen Iterator-Training, wie Sie es aus der KNET-Welt kennen. Immer noch auf meinem Laptop hier etwas langsam, aber solange der hier mal loslegt, schreibe ich schon mal das richtige Training hin mit dem Helferlein tb-train. Und wie muss ich das aufrufen? Da brauche ich als erstes mein Modell, dann mein Optimierer. Da muss ich jetzt den Typ angeben, nicht die Funktion Adam, sondern den Typ Adam. Und ja, Sie sehen rechts, es hat angefangen. Da geht ja davon aus, dass er etwa 2 Stunden benötigt dafür, 2 Sekunden pro Mini-Batch. Und ich breche das hier, glaube ich, mal ab. Also TB-Train, Adam, unseren Trainingsdatensatz, unseren Validierungsdatensatz. Gleich 10. Das heißt, ich möchte nicht nur am Ende der Epoche die Evaluierung berechnet haben, sondern zweimal pro Epoche. Nein. Lieber Frequency 0,5 nur jede zweite Epoche. So. Ich möchte eigentlich zweimal pro Epoche haben. Also so. Zweimal pro Epoche die Evaluierung berechnet haben. Standardmäßig benutzt das Paket nicht den ganzen Validierungsdatensatz für die Evaluierung, sondern nur 20%, glaube ich. Man kann das auch noch kleiner machen, wenn einem das zu langsam ist. So, ändern. Also, ja genau, er sagt, Evaluation is performed every 781 Mini-Batches, also zweimal pro Epoche und nur mit 313 Mini-Batches, also auch nicht mit allen. TensorBoard-Logs werden geschrieben und jetzt fängt er an mit Trainieren. Das dauert jetzt natürlich noch länger wie vorher. Aber das richtige Training werde ich jetzt hier auch nicht auf dem Laptop machen, sondern auf unserem GPU-Server. Ich möchte nur jetzt gerade mal abwarten, was er schätzt, wie lange er hier braucht. Wobei, wie gesagt, das wiederum zu langsam ist, weil ich hier mit Rekorde, mit OBS. Und OBS braucht schon fast 100% meiner CPU hier. Deshalb ist das also extrem langsam. Aber es kommt auf mehrere Stunden raus. Egal wie man es dreht und wendet, auf einem lokalen Laptop mehrere Stunden. Auf dem GPU-Server geht es in den Minutenbereich runter. 1 Minute, 1,5 Minuten, 2 Minuten, irgendwie sowas in der Größenordnung. Da geht es also deutlich schneller. Gut, ich kann das, glaube ich, auch abbrechen hier und wir können das beenden. Dann schauen wir uns jetzt mal an, wie das auf dem Server aussieht. Ich habe die Rechnung auf dem Server gemacht, genau den gleichen Setup, 1,10 Epochen eingestellt. Er hat etwa 1,5 Minuten gebraucht auf dem GPU-Server in der Volta-CPU. Und Sie sehen hier den Verlauf des Mini-Batch-Losses. Der zappelt ziemlich. Das ist nicht wirklich verwunderlich, weil bei unseren Texten
sind ja die Mini-Batches schon sehr unterschiedlich. Meine Mini-Batches sind auch relativ klein, das heißt, da ist wirklich große Varianz drin. Und deshalb ist es nicht anders zu erwarten, als dass es ziemlich zappelt, dass es Mini-Batches gibt, die einfach sehr gut sind und andere Mini-Batches, die dann plötzlich sehr schlecht sind. Ja, hier haben wir eine Mini-Batch, die ist ganz schlecht, hier haben wir wieder eine Mini-Batch, die ist ganz schlecht. Wer weiß, vielleicht ist es sogar dieselbe, ja, die hier wiederkommt, die dann ganz, ganz schlecht dasteht. Aber insgesamt sehen wir den Training, der Loss nimmt ab. Da hinten ist man sich nicht mehr so ganz sicher, vielleicht ist da schon fertig. Ja, sind wir da schon im Overfitting drin. Aber mal sehen, wir schauen uns mal die Accuracies an, beziehungsweise zuerst da unten den Loss für Training und Validierungsdatensatz während des Trainings. Sie sehen die geglätteten Kurven, die gehen schön nach unten. Die Originalkurven, die ungeglätteten, die gehen noch weiter runter. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie hier einen leichten Anstieg wieder. Das heißt, hier sind wir eventuell schon tatsächlich im Übertraining drin. Ja, da würde ich eventuell da das Training abbrechen, wo es am kleinsten ist. Entsprechendes sehen wir da oben bei der Accuracy. Ja, also die Accuracy vom Training, die geht hart Richtung 100%. Und die Accuracy im Validierungsdatensatz, die geht auch Richtung 100%. Ganz am Schluss lässt sie wieder ein bisschen nach. Das ist genau die Ecke, wo da unten auch das Übertraining sehen, ja, wo das Overfitting sehen. Deshalb ist hier der Loss, der zeigt uns doch relativ deutlich an, wo hier ein Overfitting stattfindet. Und bevor wir im Overfitting sind, stoßen wir da oben an die 100%-Linie an. Ja? Also wir sind auch im Validierungsansatz bei größer 99% knapp an die 100% in der Accuracy. Das heißt, unser LSTM kann das tatsächlich lernen. Und vielleicht denken Sie jetzt auch, dass das eigentlich unreasonable ist, weil wir haben nur, wenn ich es richtig im Kopf habe, 128 LSTM-Units genommen. Das ist nicht so wirklich viel. Und diese 128 LSTM-Units, die können tatsächlich einfach geschriebene Sprache, die keinerlei Struktur hat, außer eben der Grammatik der Sprache, so gut interpretieren, dass sie so ein Problem, nämlich zu erkennen, ob der Grundton dieses Reviews positiv oder negativ ist, dass sie so ein Problem in 1,5 Minuten zu 100% lernen können. Das ist schon absolut verblüffend. Also, wenn Sie ein Zeitreihenproblem haben, wenn Sie ein Sequenzproblem haben, LSTMs sind ein guter Plan. Ja, und Sie sehen, erstens trainiert es doch heutzutage mit unserer neuen Hardware gar nicht mehr ganz so langsam. 1997 war das was anderes. Ja, 97 waren die Computer schon noch eine Ecke langsamer. Da war das wirklich ein Act, ob man jetzt LSTM nimmt oder nicht. Heutzutage ist es eigentlich wirklich kein Thema. Und auch hingeschrieben ist es schnell. Ja, wir haben eine halbe Stunde gebraucht mit viel Erklären. Wenn Sie das alleine machen, können Sie es in 10 Minuten runterschreiben. Also solche Sachen macht man mit rekurrenten Netzen, mit LSTMs oder GRUs. Probieren Sie mal das Gleiche mit GRUs, geht genauso gut.